Vor dem Deutschen Bundestag haben wir in dieser Woche eine Bilanz der Entwicklungszusammenarbeit in dieser Legislaturperiode gezogen und einen Ausblick auf die kommenden Jahre gegeben. Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Über 65 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. Über 20 Millionen Menschen in Afrika sind vom Hungertod bedroht. Die Folgen des Klimawandels werden immer dramatischer. Das Bevölkerungswachstum hält an. Auf der anderen Seite gibt es auch positive Nachrichten und hoffnungsvolle Beispiele. Die Müttersterblichkeit und die Kindersterblichkeit sind in den letzten 15 Jahren halbiert worden. Die Digitalisierung eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, beispielsweise durch mobile Bezahlsysteme, die in Entwicklungsländern oft weiter verbreitet sind als bei uns in Deutschland. Die Entwicklungszusammenarbeit hat in dieser Legislaturperiode einen neuen Stellenwert erhalten. Und das lässt sich nicht nur an Finanzen ablesen. Wir haben es erstmals erreicht, dass 0,7% unserer Wertschöpfung in Entwicklungszusammenarbeit investiert werden. Wir brauchen aber vor allem Verantwortung vor Ort. Politiker müssen für ihre Leute da sein. Sie müssen sich darum kümmern, dass die Wertschöpfung in einem Land der gesamten Bevölkerung zugutekommt. Dort, wo diese Verantwortung nicht wahrgenommen wird, können wir auch mit Geld nichts ersetzen. Wo diese Verantwortung greift, können wir mit Know-how, aber auch mit finanziellen Mitteln unterstützen und mit dazu beitragen, dass alle Menschen eine Perspektive haben, dort, wo sie aufgewachsen sind, dort, wo sie Beschäftigung haben. Und dazu leistet Deutschland einen wichtigen Beitrag.